Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Mist Survival. So ein Mist. Genau, Tag 33, kurz vor 10 Uhr vormittags und Folge 1 nach dem Bau unseres tollen Generators, den kein Mensch braucht. Wie mir auch schon in den Kommentaren bestätigt wurde. Also es macht tatsächlich wohl wenig bis keinen Sinn. Aber Hauptsache, wir haben ihn. Genau. Sehr schön. Ja, Kate schaut sich den Generator auch an. Das ist ganz toll. Respekt. Ja, was machen wir heute? Ich würde sagen, heute machen wir mal das, was wir schon länger machen wollten. Und zwar mal einen Ausflug in die... Oh, der Tisch ist tatsächlich weg, ja. Einen Ausflug in die Stadt. Planen zumindest, ne? Wäre schön. So, was brauchen wir alles? Den Reservepunkt brauchen wir nicht und den brauchen wir auch nicht. Und die Wood Arrows. Ja, wir können sie mal mitnehmen. Wir nehmen sie mal mit. Was wir mitnehmen sollten, wäre definitiv Munition. Okay, Munition haben wir. Hallo, Kate. Da wackelt sie wieder durch die Gegend. Ja, danke. Was nehmen wir mit? Ich würde sagen, wir nehmen mal... Split Half, Split Half, Split One. Genau, 7 Schuss Reservemuni nehmen wir mit. Da kommt Scotty. Der freut sich auch ein Ast. Und wir nehmen... Ja gut, in der Knarre haben wir eigentlich 30 Schuss drin, gell? Da sind 30 Schuss drin, da sind 7 Schuss plus Reservemuni und hier haben wir 28. Moment. Reloading. 30 Schuss, okay. Ja, das sollte, denke ich, reichen, ne? Gott, was haben wir beim Pfeil? Sortiment. Auch volle Palette, 16 gute Pfeile. Was wir nicht mehr haben, ist ein Helm. Das ist echt ärgerlich, aber gut. Was willst du machen? Jetzt kommt der Nebel. Das ist super klasse. Jetzt, wo ich los will, kommt der Nebel. Ach Mensch. Das ist doch wieder typisch. Ja, Glückwunsch, ey. Klasse. Wir danken dem Spiel. Genau. Okay, den nehmen wir mal mit. Das ist kein Platz mehr, oder? Echt? Aha. Na schön, also pass auf. Dann kommst du daher und du daher. Du gehst daher, du gehst... Hallo, daher, daher. 1,5. Und die vollen, die heben wir uns auf. Und die schmeißen wir in den Generator. Die 1,5er heben wir uns auf, wollte ich sagen, genau. So, ihr kommt alle da rein, bitte. Add Fuel, ne? Auch, wie gesagt, ich sehe momentan den Sinn nicht darin, aber was soll's. Machen wir's. So, jetzt können wir mal zuschauen, wie hier die Temperatur steigt, ne? Während des Mist-Events. Wurde mir auch schon gesagt, ich kann es zwar nirgendwo festmachen, warum da ausgerechnet die Temperatur steigt. Also kann ich jetzt nicht logisch ableiten, warum dem so ist. Aber wir finden uns einfach mal damit ab. Da sind die Schleicher. Ja, ja, da drüben schleicht schon der Erste. Okay, Moment. Dann würde ich sagen, wir equippen mal kurz unseren Bogen um und hauen die Holzpfeile rein. Genau, die Basic-Gedöns-Arrows. So, wo ist er? Der stand doch gerade noch da. Da ist er, schau mal hier. Ja, wunderbar. Mit der war wieder schön. Und zack. Und da liegt er am Boden. Haha. Und ist gleich mal despawned. Ach komm. Na, wenigstens hat er was gedroppt. Immerhin. Da hinten ist der nächste. Na komm, den treffen wir doch auch von hier, oder? Zack. Ja, wunderbar. Mensch, was ist denn heute los? Voll der Aim-Haubi heute, ne? Respekt. Voll der Aim-Haubi. Ich habe nicht geübt, Leute. Nee, nee. Will ich da jetzt raus? Ich weiß nicht. Das letzte Mal, als ich draußen war, das war ein sehr schräges Erlebnis, gell? Kate, du weißt noch. Ja, ja, Kate geht schon freiwillig nach oben. Sehr clever von dir, Katie. Sehr clever. Ich würde es nicht anders machen. Na, wo sind die Burschen? Ich höre gar keinen. Komisch. Okay, dann halten wir uns nicht damit auf. Dann machen wir in der Zwischenzeit halt... Oh, Moment, stopp. Generator anschmeißen, genau. Turn on. Ne, machen wir das Licht an, dass wir ein bisschen was sehen. Ja. Schön. Okay, ah, da hinten schleicht noch ein paar. Schleichen noch durch die Gegend. Na schön, also. Was können wir in der Zwischenzeit bauen, bevor ich jetzt sinnlos die ganzen Burschen da mit Holzpfeilen abballer? Ich würde sagen... So eine Repair Station wäre doch nicht schlecht, oder? Wo haben wir denn die? Eine Säge wäre auch nicht schlecht.
Repair Station. Oh, zwei Zahnrädchen. Habe ich gar nicht mehr, die Zahnrädchen, ne? Ich glaube, die habe ich gar nicht mehr. Okay, was war's? Du kommst mir hier in die Ecke. Kleine Repair Station. Zack. Also, wir brauchen 8 Scrap, 8 Komponent. Die haben wir, glaube ich, hier, ne? Nein, natürlich nicht. Nein, haben wir auch nicht. Na, ich kann mir das nicht merken, wo ich was habe. Schrecklich. Natürlich, ja. Sehr schön. Ein paar Zahnrädchen, die haben wir hier irgendwo. Hier, genau. Ey, Junge, wir brauchen Zahnrädchen. Ja, wir brauchen Zahnrädchen. Das hilft alles nichts. So, da ist das Ding fertig. Jawohl, alles klar. Ja, Zahnrädchen können wir nur draußen bauen, ne? Ach, Katie, du machst dich doch lächerlich. Scotty? Ah, der kommt nicht rein. Schau mal hier. Scotty, hör auf. Spooky, spooky. Der macht schon wieder seine... Ja, köstlich. Du kommst hier nicht rein. Danke fürs Foto. Jawohl, schön auf die Murmel. Ah, wunderbar. Antibiotik. Dankeschön. Da ist noch irgendeiner. Oh, da macht noch einer. Ja, schau dir das an. Ja, sowas. Ja, Moment, das müsste doch auch mit unserem Säbel gehen. Mit der Machete hier, genau. So, komm mal her. Da ist er kaputt, da hängt er im... Das sah jetzt merkwürdig aus. Jawohl, ne? Das wäre eigentlich ein super Screenshot. Ah, verdammt, da habe ich jetzt so spät geschaltet. Super, Katie, hast wieder jede Menge Radau gemacht. Der Scotty. Der Scotty. Ja klar, der Bobby meldet sich auch von draußen. Hui. Das schaut einfach nur geil aus, wenn der hier durch die Gegend glitscht. Ah, wunderbar. Okay. So, jetzt pass mal auf. Was müssen wir machen, um dieses Ding hier zu reparieren? Ach, schau mal an. Okay, da braucht man ja gar nicht mal so wenig, ne? Eine dumme Axt. Okay, 6 Bretter, 12 Iron und 2, also Scrub und 2-mal Klebeband. So, und wenn wir den selber bauen, das blöde Ding... Ach, das kann ich hier wieder nicht. Das muss ich wieder draußen machen, gell? Ja, natürlich. Da müsste ich jetzt wieder raus. Da will ich jetzt aber nicht raus. Ganz ehrlich, da will ich jetzt nicht raus. Hör auf, hier den dicken Otto zu machen, du. Na gut, okay. Es gibt noch was zu bauen. Genau, nutzen wir die Zeit. Bauen wir einfach ein paar Sachen. Irgendwas wollte ich noch bauen, und zwar... Genau, das Ding hier. Das können wir nicht bauen, weil Kupfer fehlt. Blöd. Den kleinen Ding können wir uns eigentlich sparen. Den brauchen wir nicht. Wobei, dann würde man mal sehen, was der Unterschied ist, gell? Zum großen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Oh, das ist ja auch ein Riesen-Otto hier, das Ding. Zappalot. Na, ich weiß nicht. Will ich so einen großen Otto? Nö, ich glaube nicht. Okay, was muss ich hier zum Reparieren? Ich muss nicht reparieren. Dieser Fliegenschutz, dieser Insektenschutz, der hat ja super funktioniert, wie ich finde, ne? Okay, jetzt ist auch wieder gleich Mist vorbei. Jetzt können wir das Ding wieder ausmachen. Scotty, es macht mir Angst. So, jetzt, okay, du darfst dich wieder normal verhalten. Dankeschön. Ah, es ist wieder Vogelgezwitscher, alles gut. Okay, na schön. Also sammeln wir den Blödsinn ein. Hier drüben haben sie noch irgendwas gedroppt. Hier ist mein Pfeil, genau. Rack, und da ist nochmal Pfeil, und sonst hat er nichts getroppt, oder? Der alte Spartaner. Super, was haben wir hier Schönes? Ein Salz, und was haben wir da drüben? Jetzt, das glaube ich ja gar nicht. Jetzt haben die auch schon Flaschenpfand dabei hier, ne? Die Pfandflaschen-Zombies. Na gut. Okay. Was brauchen wir für die Zahnrädchen? Ach ja, nur die Low-Quality-Dinger. Na gut. Scotty, raus mit dir, komm. Oh. Ja, Entschuldigung. Jetzt aber raus mit dir. Mann, Mann, Mann. Der Kollege, ne? Sortieren, sortieren.
Es bleibt uns nichts erspart. Definitiv nicht. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir schmelzen mal ein bisschen von dem Gedöns ein. Halt, wobei, ne? Ich sollte schauen, dass ich da immer möglichst gleich viel habe, denke ich. Ja, wobei passt, ja, ist okay. Ne, passt, alles gut. Nehme ich den hier, so Split One. Ja, ist okay. Schmelzen wir das Zeug ein. Da, 8 von dem Klebeband hätte ich sogar. Ach ja, ich wollte noch nachschauen. Vergiss es, Scotty, du bleibst draußen. Was mich hier die Herstellung von dem Gedöns kostet. Ah ja, 4 Metal Ingots, okay. Ja, aber das sind doch, die Metal Ingots sind doch dann eigentlich... Dann ist das hier Neubauen, ist dann billiger als Reparieren, oder? Sorry. Ich hätte gesagt, das ist billiger als Reparieren. Na, schau mal, da mit dem Stack kriege ich hier meine 4 Ingots, die ich brauche. Also, empfinde ich jetzt als ein bisschen... Passt nicht, ne? Da brauche ich 8 Scrub und 8 Wood. Halt, Moment. Zahnrädchen brauche ich. 1, 2, 3, 4, das macht das Gott. Viel Spaß, genau. Okay, dann kann ich nämlich ins Haus, ohne dass der sich wieder vor der Arbeit drücken will. Ja, da brauche ich 12. 2 Bretter weniger, aber dafür hier dieses Duct Tape. Also sorry, da baue ich es neu. Oder mal ganz ehrlich, da baue ich das Ding neu. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Das finde ich jetzt schwach. Aber na gut. Jedem seine Meinung, ne? Also das finde ich jetzt schon ein bisschen hart. Okay, so, die Holzpfeile kommen da unten hin. Racks haben wir da drüben. Ne, hier haben wir sie, genau. Hier sind die Racks. Zack. Und der ganze andere Blödsinn kommt in die Küche. Kate, Vorsicht, mal weg da jetzt. Steh nicht im Weg, Kate. Sabalot. Die Kate. Steht nur im Weg. Da kommt der Blödsinn hin. Stackst du? Jawohl, du stackst. Okay. Und Salz kommt da drüben hin. Wir könnten auch was essen. Ja, komm, pfeifen wir uns hier sowas Leckeres rein. Essen und trinken, frei Haus. Die Flaschen kommen da unten hin. Ja, und dann ist der Tag schon wieder rum, ne? Hätte ich gesagt. Genau. Sehr gut. Perfekt. Okay, was wollten wir machen? Achso, genau. Jetzt muss ich natürlich meine M4 auch wieder nachladen. Nachdem ich da ein paar Schuss rausgeballert habe. 3 Schuss, um genau zu sein. Ne, ich will ja schließlich mit vollem Magazin los. So, danke, Kate. Nein, du, hier bitte. Tschüss. Jawohl. Wiederhören. Okay, das Auto hat... Ja, auch noch genug dabei eigentlich, gell? Muss ich die Reifen, muss ich so viel Reifen mitnehmen? Ich glaube nicht. Ja, zwei... Also 2 Reservereifen, ja, habe ich gern dabei. So, den anderen schmeißen wir dahin. Zack, genau. Oh, das haben wir schön gemacht. Mhm. Na dann, auf geht's. Wiederhören. Bin dann mal weg. Liebe Freunde... Und man kann wohl eine Hunting Rifle, also diese neue Jagdflinte kann man wohl finden, wurde mir gesagt, bei dem Banditencamp, rechts oberhalb der Straßensperre. Also da an der Stelle, an der wir Kate befreit haben. Klingt jetzt erstmal spannend, hätte ich gesagt. Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Also quasi hier hoch dann. Oder wollen wir in die Stadt? Eigentlich will ich in die Stadt, ne? Eigentlich, ja doch, eigentlich will ich in die Stadt. Oder zumindest einmal den Weg dahin überhaupt finden. Aber ich vermute, das ist die Straße bei der Tankstelle, die wir schon entdeckt haben. So, es hieß einfach durchbrennen. Also, dann komm, wir brennen durch. Da ist eh niemand. Hab niemand gesehen. Okay. Alles gut. Hab ich nicht immer so schnell. Ja. Oh mein Gott. Hm.
Hier ist aber schon wieder dizzy, gell? Da ist wieder so ein Verdachtsnebel. Das ist unser Reserveauto, das wir hier geparkt haben. Genau. Unser Reserveauto. Da wäre auch noch was zu essen drin und Reservegedöns und ein kleines bisschen Sprit auch. Im Container. Im Container sage ich schon, im Kanister meine ich. Oh, hier der Reifen sieht nicht gut aus. Aber na gut, okay. Wir werden jetzt nicht den Fehler machen und da runterfahren. Also ganz runterfahren, weil da haben wir ja schon mal die Banditen gesehen. Man hätte sie auch, oder man hat sie auch im Video gesehen, bloß die sind mir da einfach entgangen. Ich habe da nicht geschaut, die waren da auf Patrouille. Da sind sie auch wieder, jawohl, es war Respawn da unten. Da war definitiv Respawn. Okay, wir versuchen hier zur Straße zu kommen. Ja, da hört ja die Straße hört ja einfach auf, ne? Das ist auch merkwürdig. Sehr merkwürdig. Okay, da ist ein... Moment, da ist ein Turm. Den schaue ich mir kurz an. Motor aus. Weil da liegt ja... Na du? Eine Feder, okay. Weil da liegt ja manchmal Militärausrüstung. Also was heißt Militärausrüstung? Helm und Weste und sowas, ne? Und wir brauchen einen Helm. Deswegen, das ist jetzt gar kein schlechter... Gedanke. Aber in diesem Fall liegt hier natürlich nichts, war ja klar. Okay. Waren wir hier nicht schon mal oben? Das kommt mir so bekannt vor. Kann sein. Da ist der See da unten. Jawohl, in die Richtung geht's weiter. Da sehe ich nichts. Schade. Na gut, also dann haben wir die herrliche Aussicht genossen. Was ja auch kein Fehler ist, aber ansonsten gab es hier jetzt nichts. Ein Bär ist auch nicht in der Nähe. Das ist sehr begrüßenswert. Ja, einsteigen, weiter geht's. Und vielleicht nicht so rumbrennen. Genau, immer schön mit Bedacht. Denn wir kennen diese Gefilde hier noch nicht. Also was heißt wir? Ich kenne es nicht. Ihr wahrscheinlich schon, weil ihr spielt ja deutlich schneller als ich. Da unten ist irgendwas. Ja. Das sieht mir... Oh, das sieht mir auch nach einem Banditenlager aus. Das sieht mir verdächtig nach einem Banditenlager aus. Ja. Okay. Kein Bär. Das sieht sehr verdächtig aus, Leute. Oh je. Und das Ganze ohne Helm. Ich habe noch keinen Banditen gesehen, aber ich traue dem Braten halt nicht. Da ist der Eingang, okay. Mal ein Bildchen machen, genau. Lass uns mal so ein bisschen abchecken, den Laden. Oh, ja, oh, ja, alles klar. Auf der Mauer, auf der Lauer. Okay. Na dann. Leute, ach, wisst ihr was? Wir machen einen gemeinen Cliffhanger, genau. Banditenlager gibt's beim nächsten Mal. Oh, Hobi, du Böse. Ja, ich weiß, sorry. Banditenlager gibt's beim nächsten Mal, genau. Also, Leute, ich sag danke fürs Zuschauen. Heute mal ein bisschen kürzer, ne, knapp 19 Minuten. Aber ich meine, die Gelegenheit ist einfach günstig, hier einen Schnitt zu machen. Ich will da nicht mitten im Banditenlager einen Schnitt machen, also machen wir hier einen Schnitt. Ne? Beim nächsten Mal geht's weiter. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder. Bis dahin.